Und herzlich willkommen bei Let's Play FIFA 15, Karrieremodus Regionalliga mit dem EEP-Patch und dem SVH. Und es tut langsam weh, denn wir haben das nächste Spiel verloren, oder beziehungsweise, was heißt das nächste Spiel? Wir haben erst das dritte Spiel überhaupt verloren, das ist eine gute Bilanz. Wir sind so gut wie die drei da oben, was die Niederlagen angeht, aber wir haben so viele Unentschieden, dass wir leider nicht bisher auf einem grünen Bereich sind. Und wir haben gegen den ersten Dynamo Berlin leider verloren, spielen jetzt das nächste Topspiel in dieser Folge gegen Elversberg, den zweiten. Und hab's ja Ende der letzten Folge nochmal gesagt und sag es jetzt nochmal, Leute, leider haben wir verloren gegen Dynamo Berlin, jetzt haben wir seit 16 Spielen, hatten wir in Folge keine Niederlage kassiert, das heißt, wir waren ungeschlagen, 16 Spiele in Folge, damit ist der Rekord jetzt fest, der steht, und jetzt versuchen wir ab heute anzufangen, den zu knacken, ganz einfach, und ich finde es ganz spannend, so Nebenziele zu haben, um euch zu unterhalten. Und ihr müsst am Anfang mal das höchste Ergebnis mal zu verbessern. Denn das höchste Ergebnis ist ein 3-0 gegen Goslar SC. Wir wollen mal ein 4-0 schaffen. Und die höchste Niederlage ist ein 2-0 gegen Saarbrücken. Das wollen wir nicht unbedingt knacken. Und dann, wenn die Saison zu Ende ist, gibt es dann noch sowas wie Rekorde. Zum Beispiel, wer hat die meisten Tore bisher für den SVH geschossen in einer Saison? Das wäre aktuell Luca Stoll. Und so einiges anderes. Weitere Rekorde stehen bei der SVH Community auf Google Plus. In der Infobox könnt ihr weiter runter scrollen. In der Infobox, da müsst ihr auf mehr Anzeigen klicken, da stehen alle Rekorde und werden ab und zu immer aktualisiert. Wer gerne noch dabei ist und sich fragt, wo ist denn diese Community, der Link ist unten in der Beschreibung. Jetzt gucken wir mal, Max will bestimmt wieder spielen, oder? Yay! Und Max darf heute auch wieder spielen. Oh, was mir einfällt, ich habe in einem Newsflash vor zwei Folgen vergessen, den DFB-Pokal mal anzusehen, wie da so aktuell die Lage ist. Und die haben noch nicht gespielt, also brauchen wir uns das auch noch nicht angucken. Obwohl, warte mal, Runde 2, wir sind in Runde 1, doch, Runde 2 ist schon vorbei. Da können wir mal ganz kurz durchgucken, finde ich. Da gucken wir mal ganz kurz, Köln ist weiter, Gladbach ist gegen Fortuna Köln weiter, Braunschweig ist gegen Auerbach weiter, Jena ist gegen Viktoria Hamburg weiter, Frankfurt ist gegen Unstadt weiter, Bayern ist gegen Wacker Mauthausen weiter, Rostock ist gegen Dortmund 2 weiter, Hallischer FC ist gegen Krell 3-0 weiter, Paderborn ist gegen Bayreuth weiter, Darmstadt ist gegen Augsburg weiter nach dem Elfmeterschießen, Sandhausen gegen Halberstadt weiter, Stuttgart ist gegen Aalen, Rot-Weiß-Aalen weiter, Bochum ist gegen Neumünster weiter, Wolfsburg ist gegen Osnabrück weiter, Aalen ist gegen Worms weiter, Bremen gegen Regensburg ist weiter, Saarbrücken ist gegen Aachen weiter, Mainz ist gegen Kaiserslautern weiter, also gab es ein Pfälzer Derby, uiuiui. Leverkusen gegen Welbert 4-0 weiter, Dortmund ist gegen Viktoria Köln weiter, Erfurt, nicht schlecht, Thomas Müller ist noch weiter im DFB-Pokal mit Urdingen. Gegen Odingen weiter. Pauli ist gegen Düsseldorf raus. Frankfurt ist gegen Hoffenheim raus. HSV ist raus gegen Greuther Fürth. Das kennen wir doch irgendwoher. Diese Spielvariation, sage ich mal eher. Nach Elfmeterschießen. Uiuiui. Dann Hannover ist gegen Schalke weiter. Krass. Hertha ist gegen Oberlausitz weiter. Karlsruhe ist gegen Cottbus weiter. Leipzig gegen Kiel weiter. Freiburg ist gegen Heidenheim weiter. Dann Dynamo Dresden ist leider gegen Fram und Lokomotive Leipzig weiter. Dann Wien ist gegen München raus. Aalen gegen Worms. V für Aalen mit 2a ist weiter gegen Worms. Bremen ist gegen Regensburg weiter. Aachen ist gegen Saarbrücken raus. Hä? Haben wir Saarbrücken nicht oben schon irgendwo gehabt? Mainz gegen Kaiserslautern. Hä? Ach, ich fange ja schon wieder von vorne an. Was laber ich denn hier für eine Scheiße? Das ist schon längst durch. Habe ich gerade doppelt alles angesagt, oder? Oder kam jetzt das Kaiserslautern? Hä? Leute, hier guck mal. Hier ist Mainz gegen Kaiserslautern 2-0. Bin ich jetzt blöd? Keine Ahnung. Ich habe irgendwie doppelt gemoppelt irgendwas gerade gesehen. keine Ahnung. Egal, das war das Ding. Und im nächsten Newsflash gehen wir in die dritte Runde durch. Das habe ich total vergessen im Newsflash. Und, es ist ein heiteres Wetter und die Aufstellung, die letzte hat mir nicht so gut gefallen und wir werden diesmal so spielen, das finde ich ganz gut und diesmal werden wir wirklich wieder mit Justin Kapp spielen und diesmal Luca Stoll alleine vorne, weil Tom Tiger auch gerade ein bisschen den Gang runterschalten sollte, meiner Meinung nach. Gatto im OM, Chris im CM, Strohwasser hat mir richtig gut gefallen, geht Risiko ein, er wird weiter in Innenverteidigung spielen. Aber mit, ach scheiße, Maleska hat jetzt ein Tief, dann nehmen wir Metke, Bär, ja, war auch jetzt nicht so schlecht, Heinze, De Vola kommt nicht mit, sondern nehmen wir mal den Meier noch mit, unser Kapitän Voss, nehmen wir mal auf die Bank und rechts nehmen wir mal
Ah, ja, das ist ja gut, der kann ich ihn recht so einsetzen. Was sind Graffinius Stärken eigentlich? Manndeckung, Fernschüsse, lange Pässe sind leider nicht seine Stärke. Freistoß, Schusskraft. Jerabeks Stärken. Antritt, Beweglichkeit, Ausdauer, Stärke, Elfmeter. Ich suche einen, der auf der Position RM auch ein bisschen Gas geben kann, im Bereich Flanken geben. Das passt mir ja nicht so ganz. Dann lass mal doch mal, gehen wir mal, nein, zwei, ich hätte sonst Browns jetzt mal RM getestet, aber das kann ich jetzt nicht bringen. Da habe ich zwei Formtiefe drin. Tief ist auch gut, aber egal. Ah, ich weiß was. Wird den einen oder anderen jetzt wieder verärgern, dass ich das mache. Oh, warte mal. Trafolder ist ja auch nicht so schwer. Aber der kann nur LM. Tom Tiger kann nämlich RM. So. Und der Pascal kriegt eine Pause und ich nehme den Gatto mal als Stürmer mit für den Voss und den Dublin, den können wir jetzt mal auf die Bank setzen. Den würde ich gerne mal gucken, wie der bei Bochum sich entwickelt hat. Und mal gucken, jetzt noch ganz kurz gucken, der Sela muss noch raus und dann nehmen wir mal, wirklich mal was ganz anderes ausprobieren. Ich weiß noch nicht, ob es mal einen Spieler gibt, den wir noch nie so auf CM, ZM haben. Ansonsten nehmen wir da Jerabek einfach mal mit. Aber es muss doch noch irgendeinen Spieler geben, oder? Okay, dann haben wir für LM Absicherung Meier und den Sepp auf RM als Absicherung, beziehungsweise lass mal Braun spielen, je nachdem wie die Lage des Top-Spiels hier ist. Und wir spielen auf Konter und dann geht's rein. Ludger Falk, ein fiktiver Schiedsrichter, wird Heiter Pro Arena pfeifen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute. Regionalliga Pro Arena, es geht weiter mit dem nächsten Spieltag. Ich glaube, der 20. ne? Und gegen Tabellenzweiten Elversberg. Gegen Dynamo Berlin in den Tabellenersten. Das haben wir letzte Folge gesehen. Oh, ich habe vergessen, eine Minute länger anzuklicken, weil es ein Topspiel ist. Ist aber nicht so wichtig, denke ich. Wir werden auch so das Spiel rocken. Obwohl es kann sein, dass es vom Dynamo Berlin eh noch eingetragen ist. Und ansonsten konzentrieren wir uns ja nicht auf die Zeit des Spiels, sondern einfach, dass wir dieses Spiel verdammt nochmal gewinnen. Das wäre mal so gut. Chris auf Luca Gatto. Das macht er jetzt schon richtig gut. Da kommt er durch, der Luca Stoll, nicht der Gatto. Und er macht seinen 8. Saisontreffer. Nach 3 Minuten. Entschuldigung, dass ich erst Gatto genannt habe. Manchmal kommt mit Luca durcheinander und er macht seinen 8. Treffer. Das geht ja wumms gut los, nachdem wir gegen Elversberg einfach grauenhaft, nein, nicht ganz grauenhaft gespielt haben, aber einfach unsere Chanceverwertung war grauenhaft. Schauen wir nochmal, erste Chance angetäuscht, Abwehr kommt nicht mit der Kapitän, dann schießt er mal, der Stolle macht seinen 8. Saisontreffer. Da war das ja mit der Aufstellung schon mal gute Entscheidung, gute Idee. Elversberg der 2., schon nach 3 Minuten geschlagen. 8. Tor für Luca Stoll. Freut mich für ihn und ich habe gesagt, wie Uwe Holm, der Trainer, es gesagt hat, wir müssen dem Spieler vertrauen, eines Tages wird er die Tore wieder machen. Gegen Dynamo Berlin leider nicht, gegen Zwickau hat er das verfluchte 7. Tor endlich hingekriegt und heute sein 8. Tor. Und mal gucken, vielleicht ist er endlich wieder back. So richtig back. Blum. Und die Möglichkeit zum Ausgleich schon für Maik. Max nicht geschlagen. Es geht ja richtig gut, unterhaltsam dieses Spiel schon los für euch. Und auch für mich natürlich. Mir macht natürlich auch mehr Spaß, wenn das ein spannendes Spiel ist. So, Bench. Und ich glaube, ich habe auch wieder vergessen, aber es ist auch okay, wenn Henning Bigwald sich so überragend in, reinzubringen. Ich glaube, Schaff wird heute mal Spieler spielen. Das ist auch völlig in Ordnung. Das Schaff sich auch mal wieder beweisen darf. Da war er gerade am Ball und Jerabek verliert den Ball. Eckert. Chris. Groß. Majek.
Ah, nicht gut gemacht und Bönsch hat aufgepasst. Kriegt den Ball aber nicht weg. Und die Möglichkeit! Ausgleich. Das ging aber schnell. Ausgleich nach 10 Minuten. Was ist das für ein Spiel? Nicht gut geklärt am Ende von Bönsch. Menström und Eggert freuen sich da, dass so früh der Ausgleich von Elversberg kommt. Ach, das gibt's doch nicht. Schauen wir mal. Da hätte nicht so viel rumzappeln sollen, der Bönsch. Gleich wegschießen, der Fehler. Und was, Max, seine Parade. Nichts gegen Max. Er ist ein Tickchen stärker aktuell als Naunin. Aber was mich jedes Mal stört, wenn er ein Gegentor kriegt, und das kriegt er andauernd, er steht einfach nicht auf der Linie. Wenn das jetzt ein echter Spieler wäre, würde ich nach diesem Spiel zu ihm hingehen und würde sagen, Max, verdammt nochmal, achte auf deine Linie, bleib auf deiner Linie. Würde ich ihm sagen, wenn er jetzt ein echter Spieler wäre, aber wir sind hier leider in einem Spiel, das so programmiert ist, dass meistens die Torhüter, zumindest die, die nicht so schlau sind wie Neuer oder so, von der Stärke her, die halt nur mal weit voraus stehen. Aber mir fällt das extrem mehr als bei Naunin auf, dass er weit immer vorne steht und dadurch meistens die Tore kassiert. Nicht sein schlechtes Spiel oder so ist es, sondern einfach nur der Stellungsfehler, den er immer wieder hat. Schade. 1:1 und damit ist das gute Ding schon wieder gegessen, nach 3 Minuten Führung zu gehen, denn jetzt spielt nur noch der aktuelle zweite Elversberg mit Eggert und versucht hier gleich das Spiel zu drehen. Dulek, Blum, Menström. Kein Foul, sagt der Schiri. Vieira steht im Weg, aber Stovas hat aufgepasst. Gatto. Kontermöglichkeit schon wieder hin. Gatto, guter Einsatz. Blum. Groß. Viel Platz. Wo ist da jetzt schon wieder die Abwehr? Und diesmal macht's Max richtig. Auch wenn es wieder riskant war mit seinem Rauskommen. Aber diesmal war bei der Hand dran. Und da die Abwehr hat schon wieder gepennt. Hat da aufgemacht. Und jetzt Kontermöglichkeit. Jera Beck spielt das gut auf Stoll. Stoll nochmal. Stoll täuscht nochmal an. Schießt und knapp daneben. Schade, hat aber gut gemacht. Ah, wenn der reingegangen wäre, das wäre sensationell geworden. Nach 21 Minuten. Chris. Tom Tiger heute auf RM. Als Stürmer letztes Spiel nicht so gut gezeigt. Schafft. Heute für den Beck. Beck mal drin. Jera Beck. Ordentlich gespielt. Das ist Gatto. Gatto wollte zu Jera Beck spielen, aber es gibt wenigstens eine Ecke. Sehr gut. Christian Eckert hat das 1:1 geschossen. Wird ihm nichts bringen, denn wir machen verdammt nochmal noch den Sieg hier. Gatto mit der Ecke. Und das kann der sehr gut. Und die kommt auch gut bei Justin Kapp an. Und das ist vielleicht nochmal Chris. Nein. Nochmal zurückgespielt von Stohwasser. Und der Bönsch, der kann schießen. Und das war gut, aber Fendt. Fendt, der beste Keeper, glaube ich, der zu gegen, glaube ich zumindest, ne? Ohne Gegentore am meisten hat. Gatto. Den Fehler mitgenommen und nimmt jetzt Stoll mit. Stoll kurz vor seinem 9. Treffer. Nein, ich wollte schon Ja schreien. Muss man Jein noch auf ein Nein ändern. Ah, das gibt's doch nicht. Der Fehler war, dass ich noch gerannt habe. Das hätte ich ihm jetzt aber absolut gegönnt, dem Stoll. Aber sowas von. Auf jeden Fall noch ein bisschen bessere Partie bisher. Nach 30 Minuten ungefähr als gegen Dynamo Berlin. Das kann man schon mal sagen. Gatto gegen Kopfball, aber legt er vor für Eckert, der das 1:1 gemacht hat. Lol, Niku. Und er kommt dazu einfach durch. Zum Glück schießt er. Muss Max nicht eingreifen. So, machen wir einen kurzen. Max auf Mettke. Schafft. Kriegt den Ball zurück von Tiger. Jera Beck. Tiger, schön gespielt mit Jera Beck. Haben jetzt Platz. Jera Beck. Muss mal zurückspielen auf Tiger. Oh, gutes Tackling von Elversberg. Schade. Komm, Tiger, du bist schneller. Oh, hat Einsatzvorteil. Ist völlig okay, dieser Vorteil. Jera Beck ist da. Und wieder so ein Fehlpass. Und Gatto passt da auf. Sehr schön. Leitet den Konter ein. Stoll. Oh, der ist eigentlich muskulös. Eigentlich kommt dabei sowas durch. Heute mal nicht. Majek.
Blum. Stoll passt wieder auf. Hat er gut gemacht. Leider kann den Ball nicht behalten. Gatto. Das Pressing läuft. Das läuft mir gut, finde ich. Könnte ein bisschen stärker mehr am Ballbesitz sein, aber es ist okay. Blum. Und Justin Kapp. Richtig gut. Und jetzt auf Stoll. Das muss schneller gehen. Stoll. Ja, soll er machen. Jetzt muss er warten. Jetzt mal gut gespielt. Gatto täuscht nochmal an. Und dann, okay, war leider beigespielt. Kann man nicht sagen, faul. Eggert. Kontermöglichkeit für Elversberg. Aber nichts da. Kontermöglichkeit jetzt für SVH. Jerabek und Stoll. Oder Stoll und Jerabek eigentlich eher. Gatto wieder dazwischen. Am zweiten Mal. Überblick verloren. Dulek. Muss zurückspielen. Oh, das war unnötig. Das gibt Gelb nachträglich. Für Stoll zum Glück nicht so, dass er eine Rote sieht. Und jetzt die Möglichkeit für Elversberg. Schaft hat aufgepasst. Kontermöglichkeit. Was macht er? Ah, ich hatte leider Rennen gedrückt und das in die falsche Richtung. Schade. Meine Schuld. Gebe ich jetzt nicht Stoll die Schuld. Schmieden. Schmieden. Kommt er immer noch durch? Versucht er immer noch zum Flanken zu kommen, aber Majek hat aufgepasst. Und fast die Führung für Elversberg kurz vor der Pause. Knappe Geschichte. Manström. Oder Manström. Wie gesagt, habe ich mir schon gedacht. Nachträglich die gelbe Karte für Stoll. Er ist halt nun mal ein muskulöser, aggressiver Spieler, der viel fightet, der Leidenschaft ins Spiel reinbringt. Deswegen hat er auch die Chance bekommen, weiterzuspielen, auch wenn er so viele Chancen hergegeben hat. Und jetzt hätte nochmal Tom Tiger auf Stoll gespielt. Aber es ist Halbzeit 1:1 zwischen Tabellen 2. und dem SV Eintracht Hamburg. Wir müssen dieses Spiel gewinnen. Ich will dieses Spiel gewinnen, unbedingt. Wir schauen auf die Halbzeitergebnisse Berliner. Nochmal. Viktoria Köln gegen Berliner AK 0:1. Wackernhausen, Illertissen 0:2. Das ist gut. Goslar ist 10 gegen Babelsberg 1:1. Neustrelitz, Waldhof Mannheim 0:1. Nicht gut. Essen gegen Dynamo Berlin 1:1. Gut. Oberhausen gegen Saarbrücken. Okay. 1:1. Lotte gegen Werl 1:1. Siegen gegen Magdeburg 0:0. Und Kaiserslautern Trier 1:1. Sehr schön. Oldenburg gegen Auerbach 1:1. Und Hamburg gegen Zwickau 0:0. Das ist alles sehr gut für uns teilweise. Und deswegen sollten wir dieses Spiel auch gewinnen. Deswegen sollten wir erstmal nichts an Taktik ändern, weil wir spielen gut. Wir sollten einfach das Tor machen. Das ist der entscheidende Punkt. Nicht Elversberg natürlich jetzt. Das wäre gut und Bönsch passt auf. Kontermöglichkeit. Komm, aber in den ersten 3 Minuten wieder das nächste Tor. Jerabek auf Stoll. Aber Jerabek, wissen wir ja, Passquote ist nicht seine Stärke. Eher das Dribbeln und der Überblick. Eggert, der das 1:1 gemacht hat. Dulek. Wieder Dulek. Und jetzt Lücke wieder, aber er nutzt sie nicht. Spiel zurück zu Eggert. Manström. Und Tiger, pass auf. Konter. Schade. Stoll dreht sich nicht so gut um. Tiger dazwischen. Mal gucken, ob den Stoll kriegt. Oh. Quatsch. Das war doch kein V von Stoll. Nix da. Mal gucken. Ich will eigentlich Stoll nicht auswechseln, aber wenn er jetzt hier rot gefährdet ist, dann muss ich ihn rausnehmen. Das wollen wir nämlich ihm und dem Team nicht antun. Tom Tiger. Schafft. Denkt zum Glück mit. Tom Tiger. Stoll. Stoll wird meiner Meinung nach gefoult, aber er rennt da trotzdem einfach mal durch. Stoll, was macht er? Er macht nicht die Führung. Ah. Chris. Luca Gatto. Auf Jerabek und das ist nochmal Gatto mit dem Schuss aus dem Stand. Schade. War gut. Aber das war auch die richtige Entscheidung in dem Moment. Weil wahrscheinlich sonst Ballverlust da gewesen wäre. Und vielleicht wäre das Ding hier fast nach einer Stunde reingegangen. Ich finde, es ist ein spannenderes, schnelleres Spiel als gegen Dynamo Berlin. Gefällt mir. Wenn wir natürlich am Ende gewinnen, wäre ich noch ein bisschen glücklicher. Dulek. Die Flanke kommt sogar noch durch. Schowas hat zum Glück groß. Das klappt mit ihm ganz gut als IV, finde ich, zurzeit. Tom Tiger. Der macht das überhaupt nicht gut. Jetzt müssen wir aufpassen. Zum Glück wieder Stohwasser. Kontermöglichkeit.
Justin Kapp. Nicht so auffällig gewesen, aber auch nicht schlecht, wenn er mal am Ball war. Jetzt hat er ihn verloren. Holt ihn zum Glück zurück. Schuhwasser. Oh Mann. Nicht gut. Eckert. Blum. Und die Möglichkeit für Elversberg, für Blum. Und die Möglichkeit, Latte. Oh, und Schaft klärt. Meine Herren, mit Metke zusammen. Wollen wir auch mit erwähnen. Dulek, Chris, Kontermöglichkeit. Gatto. So, was macht er? Das macht er nicht schlecht. Jetzt ist leider Stoll im Abseits gewesen. Und der Ball kommt nicht an. Schade. Dulek. Ja, Elversberg ist ein bisschen stärker. Ich hätte auch gerne ein bisschen mehr Ballbesitz. Das wäre mal ganz schön. Dulek. Schmieden. Könnte jetzt flanken. Wird gegen zwei gestört. Und Tom Tiger holt den Ball. Sehr schön. Will jetzt mal schnell machen. Läuft. Hat viel Platz. Gut. Muss schneller abspielen, bevor wieder irgendein Spieler anspielen. Stoll. Stoll. Noch den Freistoß. So, machen wir mal die ersten Wechsel. Und zwar... Auch wenn ich es nicht will, Stoll muss raus wegen seiner rot gefährdeten Karte. Und rechts kommt jetzt Sepp ins Spiel. Und im OM. Oder können wir jemand anderes im OM? Na, ah, ist natürlich ärgerlich. Ich traue mich jetzt gerade nicht, noch einen Formtief wegen Browns einzusetzen, weil eigentlich würde ich gerne mal Browns testen. Der hat nämlich eigentlich super geile Positionen, die er kann. Richtig geil. Aber das Risiko will ich einfach gerade irgendwie nicht eingehen. So, bring jetzt Lainer für Gatto. Jetzt gibt die Karte für Elversberg. Oder nur eine Verwarnung vom Schiedsrichter. Nach diesem Foul an Stoll kann man auch eine Karte geben, finde ich. Wechsel jetzt beim SV Jerabek. Mit dem Freistoß auf Strohwasser. Der kommt da irgendwie durch und er geht nicht rein. Also Strohwasser gefällt mir als Innenverteidiger richtig gut. Viel mehr auffälliger als im defensiven Mittelfeld, wo wir ihn Anfang der Saison ab und zu eingewechselt haben. Das war überhaupt nicht gut. Also Hopf und Strohwasser werden im Zug auf die Position wechseln. Also Hopf wird jetzt aufs defensive Mittelfeld eingespielt. Und der Strohwasser nicht aufs defensive Mittelfeld, sondern auf die Innenverteidigung. Dann wechseln die beiden. So, Trikot zupfen. Hier. Jetzt toll. Gutes Tackling, aber stehen sie sich selbst im Weg. Menström. Und jetzt einmal die Taktik ändern. Irgendwie will ich das Spiel noch gewinnen, obwohl es jetzt gerade ein bisschen schlecht aussieht. Blum. Die Schussmöglichkeit, Metke. Slaner. So, keiner ist außen dabei. Deswegen muss Tom Tiger versuchen, hier allein durchzukommen. Das war nicht schlecht und es war kein Abseits. Tom Tiger ist schnell. Wird gefault. Das muss rot geben. Das muss rot geben. Der wäre durch gewesen. Und es gibt auch rot für Elversberg. Auch gegen den Tabellenzweiten wie gegen den Tabellenersten kassiert der Gegner eine rote Karte. Und diesmal sollten wir es verdammt nochmal in den letzten Minuten nutzen. Nicht so wie gegen Dynamo Berlin. Er wäre durch gewesen und hätte eventuell mit, sagen wir mal, 95% Wahrscheinlichkeit die Führung gemacht. Jetzt gibt es nur einen Freistoß. Leider ist Tom Gatto nicht mehr da. Ich versuche es einfach mal mit Slaner. Jetzt gibt es nochmal Ärger. Die Mauer ist nach vorne gekommen mit dem Pfefferspray. Pfefferspray ist ja schon. Freistoßspray gibt es das dann nicht mehr. FIFA 16. Wir versuchen es mal mit Slaner. Mal gucken. Slaner! Wo soll der denn hin? Der kann ja mal immer schon besser schießen. Nee, Quatsch, Spaß beiseite. Aber jetzt wird es natürlich knapp. Ich glaube, wir können noch einmal wechseln. Und sollten die Chance auch ergreifen. Und, tja, ist jetzt das Problem, was ich da mache. Guck mal kurz, Justin Kapp kann auch Dingsbums und der Sepp kann das auch. Okay, gut, dann machen wir das. LF. Und RF. So. Und Chris geht raus und hätte gerne. Scheiße, jetzt kann der kein CM. Dann geht jetzt doch das Risiko ein und es kommt doch mal zu etwas, was ich nicht gedacht hätte. Oder warte mal, ob der Gatto. Ne, der kann es nicht. Aber obwohl.
Ich weiß einfach nicht. Ich wollte jetzt gerade sagen, Browns einzusetzen, aber ich habe so ein bisschen Schiss, dass es mit einem Formteam und einem Spieler, der zurzeit nicht in Gange kommt, dass es so eine gute Idee ist. Deswegen werde ich jetzt anders machen. Tom Tigans und Gatto kommt. Tut mir leid, lieber Browns, aber das Vertrauen ist aktuell noch nicht so da. Ich hoffe, es kommt aber noch. Hoffe ich sehr sogar. Weil du hast sehr, sehr gute Qualitäten und geile Positionen, die du spielen kannst. Und jetzt heißt es, alles oder nichts. So, vorne. Strohwasser auf Justin Kapp. Zias Gatto jetzt im Spiel. Mit dem Sepp versucht das da. Sepp. Aber kommt er nicht durch. Einwurf. Der schafft wird's machen mit Jerabek. So, wohin? Jerabek. Zum Slainer. Und der wollte spielen, abspielen, anstatt selber mal zu versuchen. Metke. So, die Zeit läuft uns leider davon. Wir haben vergessen, eine Minute länger zu schalten. Sepp. Schön gespielt. Und dann hat aber Mike aufgepasst. Kontermöglichkeit. 1 gegen 1. Zum Glück kommt der Jerabek gleich hinten rein. Und jetzt müssen wir den Ball schnell holen. Weil die werden auf Zeit spielen wollen vielleicht. Machen wir gutes Pressing. Weiter, 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 Leute. Los, 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 los. Sepp mit Einwurf. Schafft. Wieder zu Sepp. Sepp rüber. Jerabek wird da ein bisschen aufgehalten. Kriegt da nicht mehr die Pille. Schafft. Bleibt am Ball. Jetzt Sepp mit der Flanke. Silas Gatto. Und wieder mit einer roten des Gegners. Kommen wir einfach nicht zu einem Sieg. Schade. Das hätte ich mir jetzt gegönnt. Dem Silas. Der Bruder von Luca Gatto. Der sich durchgesetzt hat, der Luca Gatto. Sein Bruder bisher ein bisschen hinten dran, aber es ist okay. So mehr drauf, Leute. Ich habe gesagt, volle Offensive. Das sieht nicht nach voller Offensive. Pressing aus. Bench. Mit der Hand schön mitgenommen. Ah, wir müssen den Ball kriegen. Aber ich glaube, das war's. Wenn wir den Ball nach vorne spielen, pfeift der Schiri. Da ist er. Leider aus dem letzten Topspiel Niederlage und hier nur ein 1-1. Das ist zu wenig für einen Aufstiegsaspiranten. Den wäre definitiv, wir sind nicht mehr definitiv der Favorit, das kann man schon mal so sagen. Aber wir sind noch nah dran und ich habe es von Anfang an gesagt, wir werden in der Hinrunde nichts mit dem Aufstieg zu tun haben, erst in der Rückrunde richtig da oben mitspielen. Und am Ende Dritter werden. Der Luca Gatto ist Spieler des Spiels geworden, das ist mal wieder klar irgendwie. Zurzeit läuft es mit dem richtig gut. Justin Kapp und Sepp, also die Links- und Rechtsspieler, das funktioniert einfach beim SVH zurzeit nicht. Aber auch gegen Dynamo Berlin war es nicht besser. Also es ist immer schwierig einzuschätzen zurzeit. Der Strohwasser fand ich richtig gut. Hoffentlich kriegt er mal vor ein bisschen hoch, dann wird er mal ein bisschen mehr eingesetzt. Der Max, ja, da möchte ich jetzt mich nicht mehr äußern zum Gegentreffer. Und der VfB Kaiserslautern hat, glaube ich, unentschieden gespielt, habe nicht mehr genau gesehen. Die Slainer-Krise. Die Fans fragen sich, was mit Tobi Slainer los ist, nachdem er in den letzten Spielen nicht überzeugen wusste. Normalerweise ist er einer der besseren Spieler vom SVH, aber in letzter Zeit spielt er nicht einfach auf seinem gewohnten Niveau und muss sich wohl einen Stammplatz neu erarbeiten. Ja, das kann schon passieren, da stimmt's mit den Fans. Das ist wirklich schon möglich. Wir schauen auf die Tabelle. Dynamo Berlin hat schon wieder gewonnen. 43 Punkte. Elversberg hat das unentschieden mit uns. Jetzt 41 Punkte. VfB Kaiserslautern scheint doch noch gewonnen zu haben. Mit jetzt 39 Punkte. Auf Platz 3 Zwickau mit 36 Punkten auf 4. Oldenburg auf Platz 5 mit 34 Punkten. Waldhof Mannheim mit 33 Punkten auf Platz 6. Saarbrücken mit 32 Punkten auf 7. Viktoria Köln auf 31 auch gut. Auf Platz 8 mit 31 Punkten. Dann SVH, hoppala. Mit 31 Punkten auf 9, dann Magdeburg mit 31 Punkten auf 10 und Norbackern und Hausen sowie Berliner AK haben auch noch ein bisschen Wörtchen mitzureden da unten. Und ja, es sind noch, es klingt jetzt schon ein bisschen heftiger, es sind schon 8 Punkte Abstand. Aber wir sind im 20. Spieltag von, glaube ich, 46, also es ist noch einiges zu holen. Und wir haben jetzt noch ein paar Topspiele vor uns. Dann kommen aber einige kleine Vereine und ich glaube, das Team ist jetzt schon ein bisschen reifer geworden, nachdem vielen Unentschieden gegen die Kleinen, dass wir, glaube ich, die Spiele gewinnen können und werden. Ich habe es von Anfang an, wie gesagt, schon vorhin jetzt nach dem Spiel gesagt, dass wir am Anfang nur in den Top 10 stehen werden und am Ende ganz mit hartem Kampf werden wir, glaube ich, am Ende auf Platz 3 stehen. Das ist meine persönliche Meinung. Schauen wir mal, Dynamo Berlin hatte auch mit einer roten Karte und eines guten Spielers gewinnen können. Gucken, wie Elversberg im nächsten Spieltag spielt.
Ist halt ein bisschen ärgerlich. Aber okay, wir können mal kurz hier gucken. Der Stoll mit seinen 8 Treffern, okay, immer noch in den Top 10. Und der Barzel ist auf Platz 1 jetzt mit 12 Toren. Was ist denn hier los? Respekt. Also, ich habe langsam meine Bedenken. Wir müssen hart an uns arbeiten. Wir müssen hart an uns arbeiten, dass das nicht in die Hose geht. Ne? Mit dem Aufstieg. Ich würde so gerne mit euch in der zweiten Saison in der dritten Liga spielen. Das wäre so schön. Und wir sehen, jetzt kommen Spiele mit TV-Highlights nur. Illertissen, Auerbach. Zwei Mannschaften, die wir locker gewinnen müssen. Dann kommt ein Knallerspiel gegen Oldenburg. Saarbrücken und Wackerhausen. Das sind die ersten Rückspiele schon. Das wird aber auch nicht so einfach. Aber machbarer. Wenn wir so spielen wie gegen heute gegen Elversberg. Es könnte noch ein Tierchen besser sein. So ist das nun mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen, trotz des Unentschiedens und dass wir jetzt eigentlich schon wieder länger keinen Sieg mehr hatten. Ist ein bisschen schade. Aber das Thema, wieder ungeschlagen zu bleiben, den Rekord jetzt von 16 in Folge zu knacken, das geht schon mal gut los. Bis zur nächsten Folge. Bis dann, euer Dico. Tschüss.